Klasse Pressing und Balleroberung von Khalid Layani. Zweite Halbzeit, aber das gleiche Bild. Balleroberung Layani. Der SSV ließ sich nicht beirren und legte gut los in die Partie. Zwei Minuten später scheitert auch Khalid Layani. Sein am Schussversuch wird zur Vorlage für Louvre. Doch der vergibt die Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich. Nochmal die Ulmer nach 7 Minuten. Der Pass. Dann nochmal die Ulmer mit der Chance. Layani im Zusammenspiel mit Johannes Luthmann. Der frei und alleine vor Christian Nulle. Doch Kassels Schlussmann behält hier im 1 gegen 1 die Nerven. Kaum Fehlpass Tim Schrammel. Der Ball landet direkt vor Layani, der nur noch abzuziehen braucht. Tor 0 zu 1 für die Ulmer Spatzen durch Khalid Layani. Hier noch einmal der Versuch vom Abwehrmann der Freiburger, den Ball per Kopf zu klären. Der verspringt ihm aber direkt auf den freistehenden Layani, der die lange Ecke sucht und findet. Wenige Sekunden später, die Ulmer Spatzen bauen weiter Druck auf. Schrammel mit dem direkten Pass auf Freiburgs Torwart Bergdorf, der von Layani bedrängt wird. Deshalb dieser Fehlpass auf Tetten.